So macht man eine Nachtkerzenheilcreme gegen Juckreiz und Ekzeme. Ich zeige, wie es geht. Man braucht 60 ml Nachtkerzenöl, 6 Gramm Emulsan, 2 Gramm Bienenwachs, 5 Gramm Skibutter und 60 ml Wasser. Und auf Wunsch noch die folgenden Zutaten: 1 Gramm Zinkoxidpulver, 30 Tropfen Meristemextrakt, 10 Tropfen Alpha-Bisabolol, 10 Tropfen ätherisches Lavendelöl, 5 Tropfen ätherisches Teebaumöl und 15 Tropfen Konservierungsmittel, zum Beispiel Biocons Plus. Ein paar Worte zu den einzelnen Zutaten. Nachtkerzenöl ist besonders reich an Gamma-Linolensäure, einer wertvollen Fettsäure. Gamma-Linolensäure wirkt entzündungshemmend. Daher wird Nachtkerzenöl erfolgreich zur Behandlung von Neurodermitis eingesetzt. Nachtkerzenöl wird aus den Samen der Nachtkerze gepresst. Es ist also ein gepresstes Öl, wie beispielsweise Mandelöl, und weder ein Ölauszug noch ein ätherisches Öl. Leider ist es ziemlich teuer. Wer will, kann das Nachtkerzenöl durch ein anderes hochwertiges Öl ersetzen, zum Beispiel Avocadoöl, Jojobaöl oder Olivenöl. Emulsan ist der Emulgator dieser Creme. Es verbindet die fettigen mit den wässrigen Zutaten. Darum ist Emulsan eine unentbehrliche Zutat dieser Creme. Außerdem hat es hautpflegende Eigenschaften. Bienenwachs gibt der Creme die nötige Festigkeit und fördert die Wundheilung. Alternativ kann man auch Candelilla-Wachs nehmen, wenn man auf tierische Produkte verzichten möchte. Skibutter wirkt heilend auf die Haut, insbesondere bei trockener Haut. Man kann wahlweise unraffinierte oder raffinierte Skibutter für diese Creme verwenden. Unraffinierte Skibutter hat stärkere Heilkräfte, aber sie riecht ziemlich stark. Wasser bewirkt, dass die Creme leichter einzieht als eine reine Fettsalbe. Man kann wahlweise destilliertes Wasser oder stilles Mineralwasser nehmen. Die zusätzlichen Wirkstoffe kann man auch weglassen oder man verwendet nur einige davon. Auch ohne die Wirkstoffe ist die Nachtkerzencreme eine Creme, die die Haut beruhigt und leicht wundheilend wirkt. Mit den Wirkstoffen werden die heilenden Eigenschaften der Creme jedoch verstärkt. Das Zinkoxidpulver fördert die Wundheilung in hohem Maße. Das kennt man auch von den Zinksalben, die man im Handel bekommt. In der Nachtkerzencreme ist nur eine geringe Menge Zink enthalten, so dass sie keine weißdeckende Paste wird. Der Meristemextrakt, der übrigens aus Eichenwurzeln gewonnen wird, lindert den Juckreiz, stärkt die Haut, wirkt antiallergisch, heilend und stärkend. Alpha-Bisabolol wirkt entzündungshemmend und antibakteriell. Es regeneriert und beruhigt die Haut. Ätherisches Lavendelöl beruhigt gereizte Haut und ist entzündungshemmend. Teebaumöl wirkt entzündungshemmend und antibakteriell. Wenn man allergisch auf ätherische Öle reagiert, sollte man die ätherischen Öle weglassen. Mit dem Konservierungsmittel hält die Creme zwischen 3 und 6 Monate, ohne nur etwa 1 bis 2 Wochen. Die Zutatenliste findet ihr auch in der Infobox und auf meiner Webseite heilkräuter.de. Zuerst gieße ich das Öl in ein hitzefestes Glas. Eine kleine Menge Öl lasse ich übrig, um damit das Zinkpulver anzurühren. In das hitzefeste Glas kommt dann das Emulsan, das Bienenwachs und die Skibutter. Das ist die Fettphase. Das Wasser ist bereits in einem hitzefesten Glas. Jetzt stelle ich beide Gläser in ein heißes Wasserbad. Dort sollen die festen Zutaten schmelzen und das Wasser warm werden. Während die Gläser im Wasserbad stehen, rühre ich das Zinkpulver an. Dazu gebe ich nach und nach das Öl zu dem Pulver und verrühre es gut. Zuerst nur ein klein wenig Öl, damit eine Paste entsteht, bei der man die Klümpchen gut wegrühren kann. Erst wenn alles glatt gerührt ist, gebe ich den Rest des Öls dazu. Wenn die Zutaten in der Fettphase geschmolzen sind, nehme ich die Gläser wieder aus dem Wasserbad raus. Unter ständigem Rühren gieße ich die Wasserphase in die Fettphase. Damit die Creme schneller fertig wird, stelle ich sie in ein kaltes Wasserbad. Dabei rühre ich ständig weiter um.
Für 1 bis 2 Minuten rühre ich mit einem Milchaufschäumer. Danach rühre ich wieder mit dem Löffelstiel weiter. Sobald die Creme handwarm ist, nehme ich sie aus dem Wasserbad raus. Nun kann ich die ganzen Wirkstoffe einrühren. Zuerst rühre ich nach und nach das aufgelöste Zinkpulver dazu. Dann tropfe ich die anderen Wirkstoffe ein und rühre immer wieder gut um. Die fertige Creme gieße ich in eine Salbendose. Sie ist jetzt noch relativ weich, aber sie wird in den nächsten Tagen noch fester. Die Creme lässt sich gut verstreichen, bleibt aber anfangs ein bisschen weiß auf der Haut. Sie hilft dabei, dass Hautentzündungen und Wunden schneller abheilen und lindert eventuell vorhandenen Juckreiz. Darum ist sie geeignet für die Behandlung von Neurodermitis und anderer Ekzeme. Zusammen mit der Nachtkerzentagescreme und der Nachtkerzenlotion bildet sie eine Pflegeserie, die von der täglichen Pflege der gesamten Haut bis zur Behandlung besonders gereizter Hautstellen reicht. Videos und Rezepte für die anderen beiden Nachtkerzencremes verlinke ich für euch in der Infobox. Nun noch verschließen und beschriften, dann ist die Creme fertig. Viel Spaß beim Nachmachen und gutes Gelingen! Bezugsquellen zum Video findet ihr in der Infobox. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute, bis zum nächsten Mal!